Arbeitsgerät in einer Mühle dran. Wenn wir reingehen, haben wir einen kleinen Bereich, einen kleinen Arbeitsbereich. Hier ist nochmal die Tür. Es ist relativ kugelsicher und explosionsgeschützt durch die ganzen Sandsäcke. Hier haben wir ein paar Heuballen, die wir jetzt zu Mehl verarbeiten. Dafür kann man jetzt einen Hammer nehmen, eine Machete oder halt eine Waffe, die man gerne benutzt oder dabei hat. So, und wenn das Ganze weggeschossen ist, dann kommt hier ein kleiner Nebenraum zum Vorschein. Dann kann man hier hochklettern. So, dann kommt man in die nächste Etage. Hier kann man dann für den Haupteingang ein Tor öffnen, wo man dann runter gucken kann. Dadurch, dass das Mühlenrad hier ja im Sichtbereich ist gerade, dann wird man nicht so gesehen, wenn man rausgeht oder rausguckt. Also der Gegner könnte halt nur von hier links oder hier rechts da sitzen und dich wegschießen. Man kann auch, weil es ja eine geringe Höhe hat, kann man ohne Probleme hier runterspringen. Ich persönlich habe dann hier seitlich nochmal eine Tür gemacht, weil ich es hier geschickter finde, nicht vorm Haupteingang rauszuspringen, sondern eher hier. Weil hier ist dann nochmal ein Heuballen, wo man dann sich hier dran verschanzen könnte, falls nicht unbedingt ein Fahrzeug hier rumsteht. Und da ist dann auch da hinten gleich eine kleine Mauer und ein Baum. Ist nicht übel. So, machen wir das zu und dann klettern wir mal nach oben. Hier im obersten Bereich haben wir Fenster, von denen man die Location auch ganz gut einsehen kann. Ich empfehle es jetzt nicht unbedingt, da durchzuschießen. Man kann es tun, aber die Kugel wird auf jeden Fall abgeschwächt, wenn man durch Glas oder Holz schießt. Also ist es nicht mehr so präzise. Klettern wir mal nach ganz oben. Hier sind wir in einem Sandsackbereich vom Dach. Hier haben wir einen kleinen Schießscharte, ein Fenster, wie man es nennen möchte. Das ist nicht übel. Man selbst kann leicht rausschießen, aber der Gegner kann sehr schlecht reinschießen. Der Ausgangsbereich Richtung Green Mountain, super Ausblick. Da kann man dann hier so herumlaufen und die Sachen halt einsehen. Als Spitze ist ein Haarbarrier, das ist ein massiver Sandsack, der schützt dann vor Luftangriffen oder vor Granaten. Denn die können einen schon ziemlich schwer verletzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.